So sieht der Höhepunkt in Wanne-Eickel aus. Oder bin ich jetzt in Herne? Also das war ja, als ich hierher fuhr, musste ich meinem Navi Herne sagen und jetzt sind wir in Wanne-Eickel. Muss ich nicht verstehen, wo immer ich bin, es ist schön, dass Sie da sind. Und ich freue mich, dass vor mir Herr Witzel gesprochen hat. Lieber Herr Witzel, das, was Sie immer ausgraben, ist wirklich gelebte Karikatur. Die werden dafür gewählt. Aber Sie haben eine wunderbare Sache vergessen, nämlich die Hengste in der Frischbesamung für 3,6 Millionen Euro, die Herr Remmel initiiert hat. Ich finde, das ist mal wirklich wert, genannt zu werden. Das war, glaube ich, letztes Jahr. Einfach wunderbar. Also Sie merken, meine Damen und Herren, von Kultiviertheit heute Abend kann überhaupt keine Rede sein. Und wer mich kennt, nein, wie war das? Wer mich nicht kennt, hält mich für eine Dame. Damit räumen wir jetzt auf. Ich finde es schön, hier zu sein. Ich habe mir sagen lassen, die meisten, die hier sind, sind Schalke-Fans. Ich habe Jahre gebraucht. Ah, sehen Sie, so kann man Stimmung erzeugen. Ich habe Jahre gebraucht, um überhaupt zu kapieren, dass Schalke ein Stadtteil von Gelsenkirchen ist. Aber ich begrüße auch alle Fans von Dortmund. Gerade hat jemand gesagt, Bayern München. Das fand ich schon hart. Das fand ich schon hart. Ja, vor Ihnen steht ein Fortuna-Fan. Nein, nicht Köln, sondern Düsseldorf. Ja. Ja, das ist gut. Wer freier Demokrat ist, überlebt auch Fußballtragödien. Auch da werden wir uns wieder nach oben arbeiten. Also, liebe Freunde, kommen wir zum Wesentlichen. Die Gunst aller Mitstreiter politischen, heute wird jeder was abbekommen. Ab morgen dann wieder die eigene Parteifreundinnen und Freunde. Heute Abend sind die Gegner dran, und zwar allesamt. Ich finde, das gehört sich so. Wir sind ja jetzt in der Listenaufstellung, wir haben ja bald Wahlen und da rutschen wir wieder alle ganz eng zusammen. Das ist schön. Und so schauen wir in die weite Welt und suchen die Kanzlerin. Die Kanzlerin ist nicht in Berlin, sie ist bei Herrn Erdogan. Die Türkei ist ein schönes Land. Wir hatten gerade beim Rosenmontagsumzug, der nicht stattfand, wir hatten trotzdem die Wagen vorm Rathaus, sowas gibt es nur in Düsseldorf, hatten wir einen Wagen mit Herrn Erdogan und einem IS-Kämpfer und die türkische Generalkonsulin hat sich beim CC-Karneval beschwert und dem Oberbürgermeister gesagt, sie möchte umgehend, dass der Wagen wegkommt. Dann kam die polnische Generalkonsulin, auch sie war nicht wirklich zufrieden mit dem Wagen. Wir haben dann allen erklärt, das nennt man Freiheit. Also Sie sehen, wir arbeiten dran. Ja, und dann unser Freund Herr Seehofer. Nein, der sitzt nicht bei Herrn Erdogan, der saß bei Herrn Putin. Sowas nennt man auch mal mit den großen Pinkeln gehen. Herr Seehofer ist da hingefahren. Ich nehme mal an, um Herrn Putin die Welt zu erklären, wie er zurückgekommen ist, wissen wir. Er ist zurückgekommen, er hat Glück gehabt. Dann haben wir er hat Glück gehabt, weniger wir, aber das ist in Ordnung. Und dann haben wir meinen ganz speziellen Freund, Herrn Gabriel. Früher war dick und doof zwei Personen. Ja, also Herr Gabriel ist nicht in Berlin. Er ist der Vizekanzler, das ist aber nur nebenbei, hat er neulich gesagt. Er sei ein Saustall in Berlin und hat gar nicht gemerkt, dass er sich selber meint. Nein, Herr Gabriel ist nach Goslar gefahren, weil seine Tochter Scharlach hat und seine Frau gebeten hat, sich um die Tochter zu kümmern. Und dann hat er den Berlinern gesagt, ich bin in der Woche wieder da, ist ja nicht wirklich was los. Ich finde das cool, ich finde das wirklich cool, weil wir Frauen können sowas ja nicht. Ich meine, wenn wir als Frauen sagen, ich muss mal schnell nach Hause, das Kind hat Zahnschmerzen, dann können wir ja schon mal einpacken. Da sagt der Chef, nee, nicht schon wieder. Und die nette Kollegin sagt, muss die jetzt wieder nach Hause fahren? Ich mache die ganze Arbeit. Nee, bei Herrn Gabriel geht das. Herr Gabriel ist jetzt bei seiner Tochter. Wir wünschen alle zusammen der Kleinen gute Besserung und hoffen, dass seine Frau, die hatte keine Zeit, die hat eine Zahnarztpraxis, das wissen Sie, die wollte sie nicht schließen. Das kann ich verstehen. Zahnärzte verdienen ja nicht schlecht und das wollte Frau Gabriel jetzt auch nicht verändern. Also jetzt ist der gute Vater zu Hause und das finde ich ein Applaus wert. Ja.
Ja, jetzt kommen wir noch mal schnell zu Frau Merkel zurück. Sie schwimmt in der Tat, jetzt nicht in die Türkei ist sie geschwommen, aber sie schwimmt planlos ein wenig. Ja, wir sind froh, eine Kanzlerin zu haben, die Humanität auf ihre Fahnen schreibt. Das ist jetzt kein Scherz. Das ist wichtig. Ich bin froh, dass jetzt nicht Herr Söder der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. Wenn es denn jetzt nicht etwas chaotisch würde, sowohl was die innere und äußere Sicherheit betrifft. Und es wäre natürlich hilfreich gewesen, bevor Frau Merkel jetzt in die Türkei fährt, sie hätte mal mit ihren Nachbarn gesprochen. Das hilft ja. Also ich weiß, dass wenn man über Facebook Freunde einlädt und die Hütte ist voll und sie wird immer voller, dann klingel ich auch immer beim Nachbarn und sage, du, die Bude ist voll, kannst du mal ein paar aufnehmen? Und bin dann echt irritiert, wenn der sagt, nee, mache ich nicht. Da sage ich, wie? Wir sind ja hier eine Hausgemeinschaft. So ist das ein wenig in Berlin, aber wir geben nicht auf, wir werden das hinbekommen. Ja, und Herr Seehofer, ja, das ist ja immer eine besondere Freude. Herr Seehofer, wir hatten auch einen wunderschönen Karnevalswagen, da hing er immer in einer Schranke, die immer auf und zu ging. Er hat sie versucht zuzumachen, aber er war so ein Leichtgewicht, dass das Ding immer wieder hochschnellte. So ist das. Der hat der Frau Bundeskanzlerin, er hat sie ja nicht neulich noch dämlich neben sich stehen lassen. Ich habe gedacht, warum geht die nicht einfach weg und lässt sich das gefallen. Aber gut, sie ist stehen geblieben. Das hat ja auch durchaus Format, so schmerzfrei zu sein. Und er hat gesagt, sie sei die Herrschaft des Unrechts. Ja, das hat er gesagt. Da haben die Bayern früher über die DDR so geredet. Naja, das passt ja jetzt doch irgendwo. Der Herr Seehofer war bei Herrn Putin und hat ihm erklärt, dass das jetzt mit dem Bombardement über Aleppo eine echte Sauerei ist und dass das nicht geht. Ich bin sicher, dass Herr Putin Haltung angenommen hat. Und wenn wir nachher nach Hause gehen und die Nachrichten schauen, dann ist alles wieder gut. Das nennen wir Herrschaft des Unsinns, aber das kann man frei interpretieren. Ja, das war so viel zur CDU/CSU, die ja Geschwister sind, wie wir wissen, Schwestern im Herzen. Kommen wir zur Sozialdemokratie nochmal, zu meinem Freund Herrn Gabriel, der ja gerade bei dem dramatischen Thema Flüchtlinge viele aufnehmen will, aber dann doch nicht so viele. Aber er ist ein toller Vater, also das muss man jetzt an der Stelle sagen, er ist wirklich ein moderner, toller Vater und das sollten wir jetzt auch mal honorieren. Also meine Herren, ja, mal bitte denken Sie dran, ob zu Hause alles in Ordnung ist, Sie werden unter Umständen gebraucht. Aber Gabriel war ja auch bei den Eisbären, Sie erinnern sich, das ist länger her, da war übrigens Frau Merkel mit ihm auf der Eisscholle. Und da hat man den kleinen Eisbären gestreichelt nach dem Motto, Klima ist doch gut. Ja, jetzt stellen wir fest, dass das Klima zwischen den beiden echt scheiße ist und das Eis inzwischen geschmolzen ist. Also es ist sozusagen jetzt aufgetaut und mit der Pfütze kann man auch keine Brände löschen, die zurzeit herrschen. Aber das ist so unter Geschwistern, da kann auch mal was so richtig losgehen. Und dann kommen wir zu meinen Freunden der Linkspartei. Also ich muss sagen, die ist ja international, die ist ja weltübergreifend tätig und Gysi ist ja nicht mehr Vorsitzender, der ist froh, dass er nicht mehr Vorsitzender ist. Der hat geweint, als er wegging, vor Glück. Dann kam Sarah, Sie wissen, dass Sarah Wagenknecht, der meistens Journalisten männlichen Geschlechts immer ganz unruhig macht, weil sie immer sehr schick angezogen ist. Sarah Wagenknecht hat ihren Wahlkreis in Düsseldorf. Deswegen ist sie eigentlich ein Teil von der Stadt geworden, ein ganz tolles Wahlkreisbüro. Das Blöde ist nur, dass die linke Basis völlig anders tickt als Sarah. Das kommt vor, aber die linke Basis, gerade im Osten unseres Landes, changiert ja von dunkelrot schon leicht ins Bräunliche. Das hat jetzt Sarah auch gemerkt, was ihr sehr unangenehm ist. Aber sie distanziert sich noch nicht, das wäre auch zu auffällig, aber ich bin sicher, sie wird es merken am 13. März. Wie machen wir aus Rot braun? Das ist relativ einfach. Und dann haben wir
meine über alles geliebten Grünen. Herr Witzel, ich danke Ihnen nochmal für diese absoluten auf der Zunge zergehen. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Ja, und da ist Frau Göring-Eckardt. Frau Göring-Eckardt ist ja Theologin. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Also ich wusste es auch nicht. Es stand aber auf Ihrer Homepage und dann habe ich, inkognito natürlich, ihr mal geschrieben, fände ich super, wo sie denn studiert hätte. Dann kam erst nichts und dann kam doch was. Nein, nein, so richtig studiert hätte sie es nicht, aber sie sei schon Christin im Herzen. Ja, habe ich gesagt, aber das ist ja schon spannend mit der Theologie. Und dann sagte sie, nein, nein, ihr Mann ist Theologe. Also sie ist sozusagen Pastorin oder Theologin des Ex-Mannes. Also so, das ist ja nicht geschützt, der Begriff, also insofern ist das völlig okay. Ja, und dann haben wir ja noch unseren Freund Anton Hofreiter. Ja, das ist ja spannend. Also Anton Hofreiter ist 1970 geboren, nicht 1968, was man eigentlich vermuten könnte, weil er immer noch so aussieht wie die 68er, die mich und meinesgleichen in den Schulen gequält haben. Und ich freue mich immer, Anton Hofreiter zu sehen und zu hören. Da fühlt man sich wieder jünger, die Zeit ist stehen geblieben. Und ich bin froh, dass es ein paar Menschen gibt, die auch wirklich Respekt haben noch vor den 1860ern. Anton, du bist der Größte. Ja, und Frau Göring-Eckardt und Anton lieben ja Multikulti. Das machen sie ja ununterbrochen. Und haben zwar Knatsch mit ihrem Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, der hat das nicht so mit Multikulti, der hat sich durchaus auch an die Autoindustrie gewöhnt, das ist ja auch wichtig in Baden-Württemberg, da werden ja auch nur Kleinautos gebaut, wie Mercedes und Porsche, das stecken wir locker weg. Und dann gibt es da ja noch die Oberbürgermeister, ja, geschenkt von Tübingen und Freiburg, die haben auch andere Probleme, aber wen interessiert das in Berlin, das ist ja sowas von weit weg. Also ich finde das Thema spannend, weil die beiden sich immer einsetzen für den Familienzuzug und führen immer die Kinderrechte an, um den Zuzug zu ermöglichen. Ich finde das echt gut. Das ist so cool zynisch, aber man fühlt sich gut dabei, wenn man dieses Thema aufruft, damit Schlepper stark macht und damit Menschen motiviert, ihre Kinder auf die Flucht zu begeben. Das muss ich sagen, das können die Grünen wirklich sehr, sehr gut, aber sie fühlen sich gut dabei und das ist ja die Hauptsache, das muss man ihnen auch lassen, Jute statt Plastik und wir sind die Guten. Ich habe wirklich eine Kollegin im Rat, die hat immer so eine Strohtasche, wenn sie neben mir sitzt und da steht drauf, wir sind die Guten. Ich bin ganz froh, weil ich war schon ganz irritiert, aber es steht drauf und was geschrieben steht, das wissen Sie, das ist auch in der Zeitung immer so, das stimmt. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute Aschermittwoch, in der Tat, das hätte man jetzt vergessen können, weil der Rosenmontag ja ein bisschen ins Wasser gefallen ist, auch das ist ja eine köstliche Wortschöpfung. Das Wetteramt hat uns eigentlich veräppelt. Also eigentlich war das Wetter richtig schön, es wird Ihnen hier auch so gegangen sein. Das war so schön, auch gerade heute Abend, so dieser laue Sommerabend und wir stehen hier draußen. Ja, und das Wetteramt, das ist eine Verschwörung, das ist überhaupt keine Frage. Das wurde mir auch bei Facebook immer wieder gesagt, da seien die Politiker schuld, das Wetter, das ist komisch. Ja, also es war schlecht, die Züge wurden abgesagt, aber natürlich nicht in Köln. Und das ist... Ja, als Düsseldorferin muss ich mich leider aufs Wesentliche konzentrieren, da bitte ich um Verständnis. Und unsere Stadt südlich von uns in Köln, ich mag die Stadt sehr, ich mag sie wirklich, weil Köln nimmt alles entspannt, da wird eine U-Bahn gebaut, die Hälfte fällt unter die Erde, aber irgendwie lässt man sich da auch nicht entmutigen, sie fährt immer noch nicht, aber ist wirklich schön und auch bei der Oberbürgermeisterwahl, und da hat man die falschen Wahlzettel. Ich meine, Leute, das kann mal passieren. Da sollte man jetzt auch nicht so hart richten. Ja, und da fand Karneval statt. Also die 500 Pferde durften nicht mitlaufen. Die Fahnen durften auch nicht geschwenkt werden. Aber sie haben immer schöne Mottowagen. Die werden aus Holz geschnitzt, immer schon ein Jahr vorher, damit das Holz trocken ist. Und so aktuell sind sie auch. Ja. Da sind wir natürlich, und Sie erlauben mir im Ruhrgebiet, jetzt kommt die Werbephase der Landeshauptstadt,
Da haben wir natürlich mit Jacques Tilly schon ein wirklich anderes Kaliber. Und das Schönste, die schönsten Wagen waren neben dem polnischen, dem türkischen, wir erinnern uns, der Eklat im Rathaus. Ich las Eklat, ich denke, was ist passiert, aber wie gesagt, Eklat, war der Wagen über die AfD. Also das mit dem Wagen mit der AfD war schön, da war so ein blaues Männlein, so nett guckend, und dahinter war ein blaues Männlein mit so ein bisschen braunen Punkten, guckte schon etwas grimmig, und das dritte Männlein dahinter war kackbraun und guckte nicht freundlich. Das hat uns alle sehr, wirklich gut gefallen. Ich hoffe, der Wagen wird nicht verschrottet, denn das ist die gute Nachricht, am 13. März findet der Rosenmontagszug statt in Düsseldorf, hätte mich auch gewundert, wenn nicht, mit dem Segen der katholischen Kirche. Denn Herr Wölki hat gesagt, dass bei den Katholiken, die unter uns, die paar, die es noch gibt, in der Fastenzeit sonntags ist ausgenommen. Also man muss fasten, sonntags kann man es dann richtig knallen lassen, meine Damen und Herren, und auf der Nacht zum Montag ist wieder Schluss. So. Und deswegen wird am 13. März, während wir in Berlin die Siege feiern von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, kommt noch im September, und Sachsen-Anhalt, während wir da also besinnungslos feiern, zieht der Zug durch Düsseldorf. Ich finde das sehr, sehr schön. Ja, und das mit der AfD. Ja, ich bin ja der Meinung, dass man da wirklich in die Talkshows sollte. Ich kann auch gar nicht verstehen, dass Frau Kraft da so zögerlich ist, denn eigentlich müsste man, wir wollen uns das jetzt bitte nicht bildlich vorstellen, muss man der AfD auch mal die Möglichkeit geben, die Hose runterzulassen, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Frau Petri ging übrigens als DDR-Grenzerin, weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, immer die Knarre im Anschlag. Und Frau von Storch, der Name ist Programm, die frisst immer alle Frösche. Was ich schade finde, hätte sie doch mal den Frosch geküsst, dann wüssten wir jetzt, wie gruselig alle aussehen. Nicht nur das, wie dümmlich sie sind, wie völkisch, wie national und unglaubliche Spießer. Und deswegen, ja, solche Biedermänner, Sie wissen, Biedermänner, Vorsicht vor den Biedermännern, in dem Fall die Biederfrauen. Und dann hat die NPD hat dann ein unheimlich gutes Plakat irgendwo aufgehängt. Die gibt es auch noch so vereinzelt, aber das vermischt sich gerade alles. Da sehen Sie ein Flugzeug wegfliegen und darunter steht Abschiebung sofort, NPD. Ja, genau, kann man nur sagen, richtig. Das Problem ist, die will keiner. Das ist jetzt echt ein Problem. Da bemüht sich ja jeder. Nein, die will keiner. Eine rechte Internationale gibt es ja dummerweise auch nicht, weil wer natürlich das Hirn eines Gartenzwergs hat und nur den Vorgarten betrachtet, der guckt eben nur seinen Vorgarten an. Und mit international ist es nicht, also wir werden sie nicht los. Also liebe Leute, was heißt das für uns? Wir stehen zusammen und wir zeigen, was das für Leute sind, und dann wird der Irrsinn wieder eingetütet, wo er ist. Ja, und jetzt komme ich noch ganz kurz natürlich zur Kommunalpolitik, weil auch in meiner geliebten Heimatstadt Düsseldorf manche dollen Sachen passieren, aber die betrifft auch Sie. Wir reden vom Düsseldorf International, DUS, das ist das Kürzel für den Düsseldorfer Flughafen. Ich gehe mal davon aus, dass Sie auch regelmäßig davon abfliegen, also ich hoffe das doch sehr. Der soll jetzt nach Johannes Rau benannt werden. Ja, da sind Sie jetzt sprachlos. Ja, das waren wir auch. Wir haben dann überlegt, warum Johannes Rau. Dann hat aber die SPD gesagt, bevor wir die Antwort bekamen, nee, das Mannesmann-Hochhaus am Rhein soll nach von Weizsäcker benannt werden. Richard von Weizsäcker soll da mal gearbeitet haben. Die CDU wusste das nicht, es wusste keiner. Gut, dann hat man die CDU gesagt, wollen wir nicht. Das hat jetzt die Familie von Weizsäcker irritiert, aber ich meine, das muss man jetzt mal großzügig sehen. Aber der Johannes-Rau-Flughafen, das ist noch nicht gegessen. Also, wir haben ja auch in Stuttgart den Flughafen, Rommel-Flughafen, den verwechseln die meistens mit dem Generalmajor aus dem Zweiten Weltkrieg. Der war aber gar nicht gemeint, sondern es ist ein Sohn, so kann es gehen.
aber Johannes Rau ist gemeint, also nicht sein Sohn. Und dann haben wir uns, wie gesagt, überlegt, Johannes Rau, was hat der mit dem Flughafen in Düsseldorf zu tun? Der war doch Brückenbauer, deswegen haben wir dann vorgeschlagen, ob man nicht irgendwo eine Brücke benennen kann, so die Rheinbrücke Leverkusen, die muss ja jetzt hergerichtet werden, Johannes Rau Brücke. Kam nicht so gut, dann haben wir die Freundin Wuppertal angerufen, habe gesagt, Mensch, ihr habt doch eine Schwebebahn, wäre das nicht mal eine Möglichkeit? Die Johannes Rau Schwebebahn, die wollten auch nicht. Also sind wir jetzt wieder am Flughafen angekommen. Und das ist natürlich schon so eine Sache, Johannes Rau Flughafen. Also wir wollen das nicht und haben vorgeschlagen, wenn Sie in Düsseldorf sind, gibt es ja den Johannes Rau Platz. Und da ist so eine Figur, da steht er so da. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen die jetzt, schieben sie auf den Flughafen, Gate, Abfluggate, wenn sie mit Germanwings fliegen, wie affig, da stellen wir ihn hin und dann wird der Johannes Tschüss sagen und dann wissen sie, wenn sie wieder da rauskommen und er steht immer noch da, dass sie wieder in Düsseldorf sind. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, aber die Gesellschafterversammlung besteht aus Düsseldorf und einem Konsortium. Die haben tatsächlich gesagt, sie wollten das. Ja, war ich ein bisschen enttäuscht, eigentlich ein toller Flughafenchef, aber da hatte er die Hose voll. Wir haben jetzt die Nase voll und jetzt warten wir mal ab, was mit unserem Flughafen passiert. So viel zu Johannes Rau. Fand ich übrigens sehr schön. Ihre Fraktion hatte ja im Landtag auch mal eine Anfrage dazu gestellt, wie es denn kam. Und dann sagte unsere Frau Kraft, das ist unsere Ministerpräsidentin, für die, die Sie nicht kennen, ja, die ist ja die letzte Zeit nicht so häufig aufgetreten, die sagt sich auch, manchmal ist es besser wegzugehen und am Wahlsonntag wieder rauszukommen. Das macht sie gerade, nicht ungeschickt. Und die hat gesagt, wir haben ein Tässchen Kaffee getrunken, unser Oberbürgermeister Herr Geisel. Ja, wir haben ein Tässchen Kaffee getrunken, aber ist doch eine nette Idee. Aber jetzt haben wir nichts mehr damit zu tun, schließlich gehört uns der Flughafen gar nicht. Aha, Sie haben es gemerkt, haben Sie vor Jahren verkauft. Und ja, das kann ja mal vorkommen, dass man die Hälfte des Flughafens veräußert und es vergisst. Vor allen Dingen, weil das Geld sofort weg war. Sie hat ja gerade die Beispiele, jetzt wissen Sie nicht, dass das Geld des Flughafens gelandet ist. Und dann natürlich der Höhepunkt des kommenden Jahres in Düsseldorf ist die Tour de France. Ist schon eine besondere Herausforderung. Da ist so das Trio Infernal ist da jetzt unterwegs. Herr Prodom von dem Unternehmen, der die Tour organisiert. Dann haben wir einen CDU-Rechtsanwalt, der sich als ehrenamtlicher Beamter nennt. Das ist interessant, ein ehrenamtlicher Beamter. Ich habe immer versucht, mein Leben lang, aber keine Sau hat auf mich gehört. Und dann haben wir eben unseren Oberbürgermeister Geisel und die drei Kerle, das verbindet, das müssen Sie sich mal vorstellen, vor allem meine Damen, die Herren wissen das ja, eine richtig tolle Männerfreundschaft, ja, die, da ist wirklich der Männerschweiß auf den Fahrrädern so, da wird das so ausgelebt und ja, ich finde das schön, Sie lachen, ich finde das sehr schön, Putin reitet ja auch immer oben ohne auf starken Pferden, ich meine, Frauen reagieren darauf, wir erinnern uns, dass Frauen auch Joschka Fischer, als er noch schlank war, und Gerhard Schröder gewählt haben, ich meine, das kommt vor, auch wir können mal irren, meine Herren, aber ich finde das gut mit der Männerfreundschaft, vor allen Dingen auf Kosten der Steuerzahler, wir werden jetzt dieses Testosteron Gedönse werden wir jetzt finanzieren müssen, aber wir müssen auch gönnen können und werden uns auch morgen wieder damit beschäftigen. Ach, wunderbar, aber ich gratuliere meinen Freunden aus Westfalen, nämlich den Münsteranern. Die haben rechtzeitig die Notbremse gezogen und die Leute in London haben auch kapiert, dass das jetzt irgendwie schwierig ist, wenn so eine wandelnde Apotheke da auf dem Fahrrad am Rhein entlangladen und die Stadt 15 Millionen dafür ausgibt. Okay, okay, sie nur 15 Millionen. Haben wir es auch ein bisschen gönnen können, ist gut. Auch das werden wir noch hinbekommen, wenn weiter nichts passiert. Ja, meine Damen und Herren, nun kommt das Jahr, das Jahr ist ja eigentlich schon vorbei, also gefühlt ist ja Silvester schon unheimlich weit weg und wir kriegen jetzt in dem Jahr, werden mehr abgehört, unsere SMS werden gelesen, WhatsApp sowieso, also keine Schweinereien hier, Simsen, wir bekämpfen den Terrorismus. Dadurch, dass wir eben die SMS von mir und anderen lesen, das ist okay, auch da wäre, muss ich sagen, man kommt ja damit gut klar. Und dann wird wieder kein Kind zurückgelassen, Sie wissen, jetzt will ich doch nochmal auf Frau Kraft kommen, lässt ja kein Kind zurück. Also finde ich bemerkenswert, so wie Herr Gabriel sein Kind nicht zurücklässt. Das finde ich schon ganz toll. Und
kann dann natürlich nur sagen, es wäre vielleicht auch ganz gut, meine Bevölkerung nicht zurückzulassen, aber das ist okay. Ja, gut, also, und dann gehen wir jetzt, sind ununterbrochen im Wahlkampf, also eigentlich können wir alle, wachen morgens auf und schreien German Mut. Mein Mann sagt immer, was ist los, ist was mit Mutter? Ich sage nein. Wir sind einfach German mutig und wir sind nicht, ja, das kann einen schon erschrecken, wenn da plötzlich so ein Aufschrei kommt. Wir sind auch nicht German hysterisch, wir sind German gute launig, das soll es noch geben. Ja, und was soll ich Ihnen sagen, heute ist Aschermittwoch, Sie wissen, die Fastenzeit dauert 7 Wochen, gefühlt bei den Freien Demokraten schon seit September 2013, aber die gute Nachricht ist, dass nach der Fastenzeit die Auferstehung folgt. Ja, die Auferstehung ist die Verkündigung des Herrn. Und er hat verkündet, ich sage Ihnen das, wir sollen nicht missmutig sein, wir sollen gegen das Chaos ankämpfen und den Staat packen wir auch mal weg. Gut wäre, wenn der Staat da wäre, wo wir ihn brauchen, nämlich wenn ich im Minirock nachts durch die Altstadt gehe. Jetzt wird nicht gelacht. Ja, manchmal, ja, man hat ja sein Doppelleben, okay, ich gehe selten im Minirock durch die Altstadt. Aber rein theoretisch, wenn ich denn mit dem Minirock durch die Altstadt gehen würde, möchte ich mir nicht sagen lassen, jetzt waren Sie aber an der falschen Stelle zur falschen Zeit und der Rock könnte auch ein bisschen. Ich möchte immer und überall im Minirock rumlaufen können. Und deswegen, meine Damen und Herren, wird es Zeit, dass die Freien Demokraten wieder mitmischen in Nordrhein-Westfalen, in Berlin, hier auf den Tischen, für die, die immer noch nicht beigetreten sind, und das finde ich schon bemerkenswert, dass hier immer noch welche sind, die nicht beigetreten sind, haben wir Willkommen in der Partei der Chancen, Aufnahmeantrag, kann man ausfüllen, also ich könnte es nicht ausfüllen, weil ohne Brille bin ich verloren, aber die meisten von Ihnen sind, ich gucke jetzt ein bisschen ins Dunkel, aber Sie sehen alle unglaublich jung aus, also Willkommen in der Partei der Chancen, hier ist der Aufnahmeantrag, ich freue mich, dass Sie dabei sind. In diesem Sinne, eine frohe Fastenzeit. Ein Sonderapplaus für unsere stellvertretende Bundesvorsitzende.